Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu meinem zweiten neuen Let's Play. Und zwar Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest. Ja, und das heißt auch Diddy's Conquest und nicht Diddy Kong's Quest. Also das S ist bei Diddy und nicht bei Kong. Wollte ich jetzt nur kurz anmerken, weil ich habe es früher immer gedacht, es wäre andersrum. Und ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal bei anderen Leuten gesehen, dass es so andersrum ist. Aber es heißt tatsächlich Diddy's Conquest. Das Spiel ist, wie man vorhin schon gesehen hat, yay, jetzt beginnt mal wieder eine schöne... Hier, ja, das wollen wir eigentlich nicht sehen. Genau, lassen wir es hier. Das Spiel kam 1995 raus. Das heißt, ein Jahr später als mein, ja, eines Let's Play gerade. Und ist ein sehr schönes Spiel. Ich würde behaupten, ein sehr, sehr würdiger Nachfolger zu Donkey Kong Country 1. Wenn man nicht sogar noch sagen kann, dass es sehr viel besser ist als Donkey Kong Country 1. Zumindest finde ich es sehr viel besser. Ja, was größtenteils an der Atmosphäre von dem Spiel liegt. Wow, was war... Ich habe gerade nichts... Oder ist mein Ding schon wieder so empfindlich? Das ist... teilweise. Ich finde es vor allem von der Atmosphäre her super toll. Also Level, Musik, Gegner, alles perfekt, würde ich sagen, in dem Spiel. Was in Donkey Kong Country 1 jetzt nicht so war, natürlich, es war das erste Spiel und es war super, aber da war mehr so alles natürlich. Hier ist jetzt mehr alles so düster und gefährlich und so, könnte man sagen. Man befindet sich jetzt auch auf der, ich weiß gar nicht, wie die Insel heißt, zumindest die Kremlin-Insel, von denen aus King K. Rool alles plant und organisiert, beziehungsweise heißt er in diesem Teil Captain K. Rool, wenn ich richtig liege. Na, zumindest gefällt mir halt diese dunkle Atmosphäre hier sehr gut. Wie gesagt, weil halt mit den Gegnern und den Leveln und der Musik alles richtig rübergebracht wurde. Und dann kann ich noch kurz zur Atmosphäre vom dritten Teil eingehen, wenn wir jetzt da eh schon sind, die ich leider etwas, ich sag mal, kindisch finde. Die ist mehr ins, oder das ganze Spiel ist mehr ins Kindliche abgerutscht. Was jetzt vielleicht gar nicht so schlimm ist, weil es sind ja irgendwo immer noch Kinderspiele, ja, aber... Ich fand es trotzdem ein bisschen schade. Weswegen ich kann natürlich auch gleich meine Dings. Meine Lieblings-Donkey Kong Country, also die kurz auflisten. Der erste Platz belegt natürlich Donkey Kong Country 2. Dann kommt Donkey Kong Country und dann Donkey Kong Country 3. Auch wenn das natürlich der ausgereifteste ist. Von wegen, ja, irgendwelche tollen Sachen und, keine Ahnung, auch. Ja, steuerungsmäßig und upgrade-mäßig oder so irgendwas ist der natürlich am weitesten entwickelt, aber wie gesagt, allein vom Stil gefällt er mir nicht. Können wir da? Ja, komm, mach mal Stereo. Hast du egal. Englisch oder Deutsch? Ich weiß es nicht. Ich will es ja eigentlich wieder auf Englisch. Ja, ach komm, lass uns mal auf Englisch. Komm, stellen wir es auf Deutsch. Ist doch scheißegal. Und starten ein neues Spiel. Natürlich ein Spieler. Ich bin ganz allein. Und das sieht man schon, dass wir auf der Kremlin-Insel sind. Gut, sieht man jetzt nicht ganz, aber... Ja. Und schon... Ich finde schon allein hier kann man irgendwie diese Dings erkennen. Diese dunkle, düstere Atmosphäre. Und unser erstes Level, oder unsere erste Welt... sind die Galionsplanken, die man ja noch vom ersten Teil kennt. Denn wir befinden uns auf King K. Rools Schiff und starten das erste Level Piratenpanik. Übrigens, oh, da hinten sieht man die Insel. Donkey Kong Insel, das ist mir noch nie aufgefallen. Wow, dass so ein Detail mir noch nie aufgefallen ist? Okay. Dann ist ja die Dingsinsel aber gar nicht so weit entfernt, die Kremlin-Insel. Na, zumindest die Geschichte dahinter. Ich weiß zwar nicht, wie man sie erfährt oder was man da... Aber zumindest die Geschichte hinter dem ganzen Spiel ist...
dass King K. Rool oder Captain K. Rool Donkey Kong entführt hat oder gefangen genommen hat und jetzt versucht Diddy zusammen mit dem neuen Partner ja, Donkey Kong zu retten. Und ich habe B gedrückt, aber macht glaube ich nichts. Gut. Und hier sind wir schon. Die Steuerung ist eigentlich gleich. Und wir gehen hier gleich mal rein. Weil hier gibt's, glaube ich, noch ein bisschen was. Ja, genau, hier gibt's noch ein bisschen Info. Ich habe Donkey Kong entführt. Glaubt mir, ich werde diesen affigen Typen niemals wiedersehen. Nee, ihr werdet den affigen Typen niemals wiedersehen. Hahaha. Oder hehehe. Ja, scheiß drauf. Nein, Lieblingsbösewicht. Kann ich nochmal? Ich war zu langsam im Lesen. So, jetzt euer Lieblingsbösewicht und König aller Kremlins, Captain K. Rool. Danke für den Ballon, den du uns zurückgelassen hast. Sehr, sehr freundlich. So, und hier haben wir auch schon unseren Partner bzw. unsere Partnerin für den, ja, für diesen Teil. Und zwar Dixie Kong. Der wohl liebste Partner von allen, würde ich sagen. Da sie einfach fliegen kann mit ihren Haaren. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie das. Ach so. Das ist ja beinahe schief gegangen. Aber egal. So, kleine Mäuse und sowas. Und das ist natürlich auch neu. Hoch. Ja, man kann seinen Partner wegschmeißen. Man kann aber auch hochschmeißen und so an Sachen vorbeiwerfen. Ja, das. Naja. Man kann so an Sachen kommen, die man sonst nicht erreicht hätte. Oder die mir auch früher nicht erreicht hätte. Was ich sehr, sehr schön finde. So, wir gehen da runter, weil hier ist ein Bonuslevel. Ich habe eigentlich auch vor, das Spiel auf 100% bzw. 102% zu spielen, weil das ist ja. Da war Nintendo ja ganz lustig drauf und hat Donkey Kong Country 1 mit 101% gemacht. Und Donkey Kong. Uch, das wollte ich nicht. Donkey Kong Country 2 mit 102% und der dritte Teil mit 103%. Naja, wenn es einen Spaß macht. So, wir haben jetzt Rambi gefunden. Noch bekannt aus dem ersten Teil natürlich, nur kann er diesmal eine Ram-Attacke? Ram-Attacke. Die auch sehr schön ist. Und mit denen man so manche Tür einreißen kann. Und so an noch ein Bonuslevel zu kommen. Und alle Gegner zu töten. So. Na, das hätte man besser machen können, aber. Naja. Genügend Zeit haben wir ja. So, und hier weiter. Das ist auch neu, die DK-Münze, die es zusätzlich zu den Bonusleveln gibt. Also als Zeug, das man einsammeln kann. Und Kong gibt natürlich ein Leben dazu. Oder was heißt natürlich? Gibt in den Donkey Kong Country Teilen ein Leben dazu. In Donkey Kong Land war es ja so, dass es nur dann zum Speichern ging. So, das ist auch neu, eine neue Sache. Am Ende vom Level muss man immer einen bestimmten Sprung machen oder so irgendwas, damit man hier das aktivieren kann. Und kann sich dann was Schönes raussuchen. Und jetzt wäre eigentlich am schönsten gerade der Luftballon, der jetzt kommen sollte. Ja! Sehr schön. Diddy rappt ein bisschen ab und wir können das nächste Level betreten. Und zwar der Schlottermast. Ein Level ein bisschen weiter oben. So, kleine Käfer, die man aber einfach ganz schnell beseitigen kann. Da ist Dixie, die brauchen wir nämlich. Warte. Habe ich sie vorhin Dixie ge. Ach, ich dachte schon. Habe ich sie vorhin Dixie genannt? Kann doch sein, dass ich vorhin. Nee. Oh, weiß ich gar nicht mehr, aber. Es ist. Doch, es ist Dixie Kong. Hoffe ich. Kann sein, dass ich jetzt gerade ein bisschen mit den Namen durcheinander komme. Ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr, was ich vorhin gesagt habe.